Heute mal wieder ein Movie von mir. Falls euch meine Movies gefallen sollten, ihr immer wissen wollt, wenn ich online gehe oder was auf diesem Kanal so los ist, dann wäre es natürlich am günstigsten für euch, zu meiner Freundin natürlich, wenn ihr ein Abo da lasst. Und wenn ihr mal genau informiert werden wollt, müsstet ihr die Glocke noch betätigen. So. Also, wie gesagt, heute mal wieder ein Movie von mir. Am Anfang hätte ich vielleicht gleich mal eine Bitte für die Leute, die in Thailand wohnen. Und zwar kenne ich eigentlich von Deutschland so kleine viereckige Döschen, Kästchen, Packungen, wo Bratensoße drin ist. Also, ich bin mir unsicher, weil ich das noch nie gemacht habe. Es ist so im Prinzip, wir gehen ja viel zu KFC, da holen wir uns immer Kartoffelpüree und die Soße dazu. Und da gibt es eine Soße dazu. Und wenn ich hier zu Hause Kartoffelpüree mache, habe ich die Soße nicht. Und dachte mir, ich mache irgendeine Bratensoße, aber ich finde hier irgendwie keine. Also es wäre wunderschön, wenn wir... wenn ihr mir mal helfen würdet und mir mal sagt, wo ungefähr ich vielleicht sowas kriegen könnte. Es ist natürlich immer sehr schwierig, weil ich glaube, die Thais kennen das gar nicht. Ich weiß es nicht genau. Ist jetzt aber egal. Ich hoffe, einige helfen mir und somit ist gut. Ich würde sagen, die abendlichen Movies werden sehr gut angenommen. Es ist so bei mir, nicht vergessen, was ich gerade gemacht habe. Es ist so bei mir, ich habe ja, also ich habe jahrelang Probleme gehabt mit der Rechtschreibung. Da gehe ich extra noch ein Movie raus, um euch das mal zu erklären, wieso, warum, weshalb, heute nicht mehr. Allerdings schreibe ich nicht so gerne, weil ich dann immer, ja, ich werde da immer an eine Sache daran erinnert, die mir nicht gut tut, die mir heute noch sehr weh tut, aber da mache ich ein extra Movie drüber, deswegen rede ich lieber, wie ich schreibe. So, im Allgemeinen werde ich das ganze Thema mal ansprechen. Es ist ja im Prinzip so, dass auch die männlichen ein leichtes Problem mit Schreiben haben, anstatt mit Rechnen. Und bei den weiblichen ist es umgedreht. Die haben ein bisschen Probleme mit Rechnen, aber keine Probleme mit Schreiben. Außer natürlich die besonders Schlauen auf meinem Kanal. Wir haben ja hier zwei, drei, die können alles, die wissen alles, die machen alles. Bei denen ist das natürlich anders. Ausnahmen bestätigen die Regeln. Kein Problem. So, ich würde mal anfangen. Also das eine haben wir ja geklärt. Dann, ich weiß gar nicht, ich guck mal, ich glaube, Sabai. Nein, jemand anders hat mir geschrieben, und zwar wegen die Farben. Und zwar ist es so, hallo Mario, das mit den farbigen Hemden kenne ich so, dass jeder Tag eine andere Farbe hat. Ja, das stimmt. Also, Montag gelb. Dienstag rosa, Mittwoch grün, Donnerstag orange, Freitag Sifa, also hellblau, Samstag lila und Sonntag rot. Es ist im Allgemeinen so, wieso, warum, weshalb, weiß ich nicht. Ich hatte damals die Lehrerin gefragt. Ich war ja ein Jahr auf der Schule, auf der Thai-Schule, hatte ich die Lehrerin gefragt, aber die weiß es nicht, die sagt, das ist so und das musst du so lernen und Punkt. Es ist natürlich so in Thailand, ich gehe mal davon aus, dass vielleicht wegen der Schule oder weiß ich nicht was, es gibt ja jeden Tag eine Farbe. Es ist natürlich so, die königliche Farbe ist zurzeit gelb, war vorher auch schon, und gelb steht ja für Montag, so dass ihr immer wisst, gelbe Fahne ist Montag. Ich würde sagen, im Jahr einen kurzen Werbeblock rein und dann klären wir das mal so ein bisschen mit Farben. Ich blicke jetzt auch nicht so hundertprozentig durch, aber ich weiß schon, was sehr günstig ist und was nicht. Also,
Werbung. Also, das habe ich euch ja eben erklärt, dass das so mit den Farben ist. Ihr seht zum Beispiel ein Lila. Also, wenn sehr viele Lila-Fahnen draußen hängen, wird die Königin Geburtstag haben. Und die Königin ist an einem Samstag geboren. Deswegen hat sie die Farbe Lila. Ich habe es zum Beispiel früher so gemacht, wenn ich zum Beispiel auf den Chatuchakmarkt gefahren bin und wollte dort shoppen und einkaufen, das ist sonntags, ist am Sonntagsmarkt, und dann habe ich ein rotes Shirt angezogen. Weil, also man merkt das richtig, wenn ihr da zum Verkaufsstand geht und freut euch, dass ihr auch zeitweise auf das Rot angesprochen wird. Und dann sage ich natürlich immer, manchmal auf Teil, Pomru, sie denken, Wannatit, die mag. So, zum Beispiel, wenn du shoppen gehst, also habe ich jetzt so kurz erklärt, wenn du shoppen gehst, sollst du ein rotes anziehen, also am Sonntag. Die Thais achten da manchmal sehr drauf, obwohl ich der Meinung bin, dass das früher, dass man dann ein bisschen mehr drauf geachtet hat und heute nicht mehr so. Mit der Schule, es ging ja um die Schule, es hat es mit Farben gar nichts zu tun. Es ist so, dass er am Mittwoch Sport hat und deswegen gelb, aber Mittwoch war man ja auf Orange, glaube ich, ja. Und somit hat das an für sich nichts zu tun. Es ist natürlich so, dass er am Freitag ein hellblaues Leibchen hat. Das könnte was damit zu tun haben. Das ist ein Kulturtag und Freitag ist ja an sich hellblau. Also ich hoffe, ich konnte es euch ein bisschen näher bringen mit den Farben. Falls ihr noch Fragen habt, fragt einfach ruhig, weil es ist, ich weiß da auch nicht alles. Es ist auch so, dass manche Thais das auch nicht wissen. Und ihr wisst, wenn ihr einen Thai fragt, der es nicht weiß, der wird euch irgendwas erzählen. Aber, wie gesagt, der König ist am Montag geboren. So, wir werden mal weitergehen. Und zwar hat mir noch jemand geschrieben, ich kann die Namen jetzt nicht lesen, ist ja egal. Ja, das stimmt. Und zwar, Otto hat mich enttäuscht gesagt bei dem Gespräch. Es ging um das Gespräch um die Lehrerin. Die Lehrerin hat gesagt, wenn du lieb bist, bin ich ein Engel, wenn du böse bist, bin ich ein Teufel. Und ja, ich habe das am Anfang nicht verstanden. Es ist natürlich immer mal ein bisschen schwer, auf Otto zu hören und dann mit YouTube und hin und her, aber ich habe es im Gespräch doch realisiert, dass das so war, und habe aber dann gedacht, dann lasse ich das weiter bei Enttäuschung. Es ist so, dass Otto manchmal so schnell redet und irgendwas woher zieht, wo ich gar nicht mitkomme, und da muss ich auch zweimal fragen. Aber es wird alles geregelt, alles gut, alles schick. So, das gehen wir nachher. Und jetzt schöne Grüße gehen im Übrigen raus heute an Erwin. Du weißt Bescheid, ich sah nur 24 Point noch was. Super, ich freue mich. Dann gehen schöne Grüße raus an meinen Bruder. Mein Bruder hat geschrieben, dass ich das noch erleben darf, dass du dich auf die Schule freust, sagen wir es mal so. Es ist im Allgemeinen so, ja, ich werde da später noch mal ein Movie drüber machen, über meine Schule. Es ist ja heute so, dass meine Schulkameraden meine Filme auch gucken. Und ja, es ist schwierig mit uns, wie das da war in der Schule. Naja, im Prinzip ist es jetzt so, dass ich natürlich eine Aufgabe habe und dass mich das echt freut, dass ich jetzt früh los kann, Leute, Menschen, was machen kann. Ich sprühe vor Energie mit den Movies, ihr seht das ja alle, und somit freue ich mich dann jeden Tag drauf, dass ich den wegbringen kann. Ich hatte ja vorher Schule. Ein Jahr, da habe ich mich auch drauf gefreut. Mach bitte die Augen auf. Da wurde das erste Mal in meinem Leben, dass ich als Streber bezeichnet worden bin. Halt mal deinen Mund und lern nicht so viel. Wir haben ja keine Lust. Es war so, die Lehrerin wollte nicht unbedingt. Ich war ja ein Jahr in der Thai-Schule.
die Lehrerin wollte nicht und die 4, 5 Leute, die da mit waren, die wollten auch nicht, die wollten das nur wegen Visa. Und ja, da denke ich manchmal heute noch an meine Lehrer und Lehrerinnen, die das mal sehen sollten. Ja, dass ich ja doch manchmal bemüht bin, was zu lernen. So, ich würde sagen, wir haben noch einen Werbeblock rein und dann kümmern wir uns nochmal um den Moment. So, hier sind wir wieder jetzt. Und zwar haben wir noch einen Comment von Zombie. Und zwar: Du bist ein Zweckoptimist, Ausrufezeichen. Dein Leben ist künstlich und gestellt. Im Hier und im Jetzt kannst du als Junggeselle, kann man als Junggeselle, Point, du nicht. Du hast Verantwortung. Es ist im Prinzip so, mich stört das nicht, Zweckoptimist. Dein Lachen ist künstlich und gestellt. Ich habe das vorhin, ich habe am Anfang des Movies, wer das Movie bis zum Ende guckt, wird ein bisschen was lernen. Ich habe am Anfang des Movies so gemacht und habe gesagt, merkt euch das. Es ist im Allgemeinen so, mein Freund Zombie. Ich beschäftige mich mit Psychologie schon ewig. Allerdings mehr so Selbstheilung, glücklich werden. Ich habe Freud gelesen, Murphy, Robert Dahlke, ach, was ich mir nicht alles den ganzen Tag angucke und mache. Ich habe auch viel über Gestiken, ich habe ein ganzes Buch über Gestiken, eins habe ich gelesen und eins habe ich noch her. So, also ich habe da schon ein bisschen Plan und jetzt kommst du und willst mir das absprechen, also... Es ist einfach so, ich habe das schon mal erklärt, es gibt viele Deutsche, die direkt sagen, du bist ein Deutscher, du lebst in Thailand, du hast wie ein Deutscher zu agieren. Nein, habe ich nicht. Hier in Thailand, alle Thais leben im Hier und im Jetzt. Kein Thai wird an morgen oder übermorgen oder übermorgen denken. Sie sind auf jeden Fall, würde ich sagen, ein glücklicheres Volk wie hier in Deutschland. Und somit hat manches auch Sinn und Zweck, dass man das so macht. Und du wirst jetzt doch nicht allen vielen Thailändern absprechen, dass sie das anders machen sollen. Ich lebe in Thailand und ich... nehme mir die Gepflogenheit der Thailänder an. Es geht auch nicht um... also ich habe klar gesagt, im Heute und im Jetzt, aber klar überlege ich zum Beispiel, können wir den Jungen umschulen? Wird das was? Oder wie jetzt beim Muay Thai? Ich habe ein super Studio gefunden, das kostet 7,5. Ich könnte den jetzt anmelden, aber das wäre Quatsch, dann können wir nach 3 Monaten... Wir haben das Geld nicht mehr, also müssen wir das suchen. Es ist schon so, dass ich eine Verantwortung habe, aber wie ich das regel und mache, das solltest du echt mir überlassen. Ich kann nur hoffen, dass in 10 Jahren meine Movies guckt und wenn als Otto was Ordentliches geworden ist, dass du da Arsch in der Hose hast und sagst, sorry, das war echt damals ein doofer Komment. Hast du gut gemacht. Oder du kannst mich steinigen und sagen, ja, du bist schön doof, du hast es wieder mal so blöde gemacht. Ist egal jetzt. Es ist eben so, was mich halt nur stört, dass mein Lachen künstlich ungestellt ist. Wie gesagt, ich habe da viel, viel gelesen und viel gemacht. Wer sich damit beschäftigt, sieht in meinen Movies, ob das gestellt ist oder ob es künstlich ist. Wenn du der Meinung bist, es ist alles gestellt, dann kann ich jetzt nur eins sagen. Entweder guckst du noch ein bisschen weiter oder drück doch einfach auf den Knopf, wo das nächste Video kommt. Oder auf dein Bildschirm, wo das nächste Video kommt. Es bringt doch hier nichts. Du machst hier Äußerungen, die völlig unhaltbar sind. Ich weiß nicht, was ihr immer für Probleme habt, wenn ich hier mal lache und glücklich bin. Mir
ich will nicht sagen, es ist für mich schwierig immer, ich will dich nicht beleidigen oder irgendwas, aber wenn du in dieser Richtung nicht so viel Ahnung hast, dann halt doch einfach mal deinen Mund und geh doch mal, sei doch mal nicht so faul, geh doch mal selber nach und guck doch mal nach, was los ist. Es gibt doch Bücher, Videos, alles. Es ist alles erklärt im Leben. Und warum wollt ihr mir immer absprechen, dass ich glücklich bin? Ihr könnt es doch sehen, ja, guckt genau hin. Ich gucke meine Movies jetzt nicht an, um das nochmal nachzuprüfen. Ich weiß ja, dass ich lache. Wenn ich lache, lache ich und damit ist gut. Geh bitte rein ins Internet. Informier dich, wie man das sehen kann, ob derjenige lügt oder ob er wirklich lacht. Das kann man belesen und kann das lernen. Also mach's einfach und achte darauf und dann schreib mich nochmal an, okay? Ich muss nicht alles erklären. Ich weiß über vieles Bescheid, was das heißt und, was das heißt. Mensch, bitte, Zombie, geh in dich, relax, werf das Negative ab und wär einfach nur glücklich. Hör dir Frau Birkenbiel an oder irgend sowas und somit ist alles erklärt. In dem Sinne, wir wollen es gar nicht weiter machen lassen. Ich leite es ja wieder mal abends hoch. In dem Sinne würde ich sagen, bleibt mir ja gesund, guckt ja am besten mal bis zum Schluss und werdet alle glücklich. Au Zombie. Alles nur Fake. Ich wollte alles gar nicht haben. Alles nur geklaut. In dem Sinne, bye bye.